Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video möchte ich mit euch mal ein paar tierische Vorkommnisse von meinen Reisen teilen. Denn viele Weltreisende werden das sicherlich kennen. Wenn man sich in fremden Ländern bewegt, trifft man nicht selten auch auf die dortige Tierwelt. Seien es die Big Five auf einer Safari in Südafrika oder auch nur der Klang der Natur, wenn man sich zum Beispiel in tropischen Breiten pünktlich um 19 Uhr aufhält und dort die Zikaden lautstark ihr abendliches Konzert veranstalten. Ich habe mal mein Archiv durchgewühlt und doch so einige nette Begebenheiten herausgesucht. Bevor ich euch aber nun die besten tierischen Erlebnisse erzähle, vielleicht erstmal vorweg. Normalerweise stehen auf meinem Kanal ja große Reisedokumentarfilme im Vordergrund. Aber es gibt auch viele Randthemen, was das Reisen betrifft. Wenn ihr also Bock auf Reisen habt, seid ihr hier genau richtig und abonniert gerne meinen Kanal. Vergesst auch nicht, diese kleine Glocke mit anzuklicken, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder einen neuen Reisedokumentarfilm oder wie in diesem Video hier Erlebnisse auf meinen Kanal hochgeladen habe oder hochlade. Also, ich würde sagen, es geht los mit der ersten tierischen Story. Die erste Geschichte, die ich mit euch hier teilen möchte, kommt aus dem Land Neuseeland, also von meiner Neuseelandreise. Es war ja ein Campertrip gewesen und spätestens, wenn es dunkel draußen geworden ist, hatte ich es mir drinnen schön gemütlich gemacht. Eines Abends, so vorm Schlafengehen, musste ich aber nochmal um die Ecke sozusagen. Ich mache also in der Dunkelheit die Campertür auf, schalte meine Taschenlampe ein, nähere mich einem Baum und entdecke dort ein... Naja, also ein Eichhörnchen war es nicht, denn dafür war es einfach irgendwie viel zu groß gewesen. Ich glaube, es war im Nachhinein eher so eine Art Opossum oder sowas. Der kleine Schockmoment war aber insofern geil, weil wir uns beide angesehen haben und etwa zeitgleich beschlossen hatten, gemeinsam die Flucht in unterschiedliche Richtungen anzutreten. Naja, schade, dass sowas so schnell geht. Bis ich nämlich die Kamera rausgeholt hätte, wäre das Tierchen sowieso lange über alle Berge gewesen. Nun gut. Am Morgen gab es dann aber noch eine weitere tierische Begebenheit, denn ausgerechnet dieser Parkplatz hatte einen Weg-Service. Ich war gerade noch am Schlafen, da laufen in der Früh irgendwelche Hühner und Hähne um das Auto drumherum. Na, endlich mal ein Parkplatz mit Weg-Service. Ich weiß nicht, was mich gestern Abend geritten hat, ausgerechnet diesen Parkplatz zu wählen, aber na gut, egal. Es ist heute also relativ früh. Und dann habe ich also genug Zeit, mir jetzt erstmal mein obligatorisches Frühstück in meinem fahrbaren Zuhause zu machen, um dann heute in aller Seelenruhe das Cape Ranga an der Nordspitze der Nordinsel von Neuseeland anzusteuern. An Ausschlafen war also nicht zu denken. Hätte ich das also am Vorabend gewusst, ja, da hätte ich mich sicherlich irgendwo anders hingestellt. Daneben gibt es in Neuseeland aber auch noch sehr viele Schafe und vor allem Kühe. Auf dem Weg nach Greymouth fahre ich eine malerische Landstraße entlang, als plötzlich in aller Seelenruhe gemächlich eine Kuhherde die Straße kreuzt. Los, hopp, über die Straße. Das interessiert die gar nicht. Ja, hör mal auf zu fressen. Geh rüber oder lass es. Ja, du auch noch? Ja, bitteschön. Danke sehr. Auf dem Teller seid ihr mir lieber. Oder wenigstens zwischen zwei Brötchenhälften. Aber doch nicht auf der Straße. Glaub's ja wohl. So schaffe ich es heute nie nach Greymouth. Was mich in Neuseeland aber auch noch so fasziniert hat, war die Vogelwelt. Ich bin kein Ornithologe und vielleicht habt ihr ja Lust, mal in die Kommentare zu schreiben, was ich da so alles gehört habe. Ich kann euch also nur irgendwie vorspielen, wo ich die entsprechenden Aufnahmen mit meinem MP3-Rekorder gemacht habe. Alle Aufnahmen habe ich mit meinem MP3-Rekorder auf der Südinsel gemacht und diese hier ist vom Bob's Lookout. Hören wir mal genau hin. Die nächste Aufnahme habe ich am Franz-Josef-Gletscher gemacht und auch hier haben mich diese Vögel mit ihren Klängen irgendwie total fasziniert. Ich
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerne höre ich mir diese Laute auch über Kopfhörer an und fühle mich wirklich so eins zu eins, dass ich wieder mitten in Neuseeland bin, auch Jahre später nach meiner Reise. Ja, und die nächste Aufnahme habe ich am Milford Sound gemacht. Und hier noch die letzte Aufnahme, die ich euch zeigen möchte, die stammt von Te Anu. Bleiben wir doch einen Moment im Raum Ozeanien und machen nur einen kurzen Sprung auf der Landkarte von Neuseeland nach Australien. Schon oft wurde ich von euch gefragt, hast du viele Spinnen gesehen oder hast du keine Angst vor den giftigen Tieren dort? Nun, es ist in Australien eben nicht so, dass man aus dem Flugzeug aussteigt und auf einem Meer aus giftigen Spinnen aus dem Terminalgebäude rausläuft. Nein. Wohl aber kann man hier auf liebsame wie unliebsame Tiere treffen. Zu den Liebsamen gehört wohl eindeutig der Koala. Und wer träumt nicht einmal davon, diese possierlichen Tierchen auf dem Arm zu halten? Also ich habe das zweimal gemacht. Einmal im Lone Pine Koala Sanctuary in der Nähe von Brisbane und ein weiteres Mal im Kuhuno Koala Park in Perth. Koalas sind übrigens nicht sonderlich schwer, je nach Tier vielleicht 10 Kilo. Auf jeden Fall riecht man danach wie ein Eukalyptusbaum. Denn genau das fressen die Lieben ja die ganze Zeit. Im Gegensatz zu den Koala-Cuddles, wie man sie dort nennt, in Brisbane wurde mir ja in Perth noch eine Art Lätzchen umgehangen und dann das Tier auf den Arm gesetzt. Damit das für die Tiere nicht so stressbehaftet ist, bekommen sie von den Pflegern noch ein wenig Eukalyptus zum Fressen in die Hand. Obgleich die Tiere diese Sessions von klein auf in den Parks ohnehin gewöhnt sind. Außerdem werden die Tiere ständig gewechselt. Es ist also nicht so, dass ein Tier den gesamten Tag herhalten muss. Zum Thema Spinnen hatte ich dann aber doch nochmal einen Kontaktmoment. Es war spät abends an der Ostküste auf meiner ersten Australien-Tour. Ich war gerade am Tanken und hatte dann eine dicke, fette Spinne am linken Außenspiegel des Fahrzeugs entdeckt. Ich kann euch hier viel erzählen, aber ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal kurz im Video an. So, jetzt ist es spät am Abend und irgendwie muss ich mal wieder tanken. Ich weiß nicht, wie oft ich heute schon getankt habe. Was brauche ich denn? Ich brauche Unleaded Premium. Ich will ja hier nicht mitten in der Pampa liegen bleiben. Und dann sehe ich da gerade an meinem Außenspiegel noch was ganz Nettes. Eine dicke, fette Spinne hat sich da verkrabbelt. Krass. Alter Vater, das ist mal ein dickes Gerät hier. Interessante Begegnungen mit Insekten hatte ich auch auf meiner zweiten Australien-Tour durch den Westen des Landes. Ich glaube, es war oben in den Ausläufern der Kimberleys gewesen. Ich hatte an einem Parkplatz für ein paar Videoaufnahmen angehalten und dabei doch sehr große, auffällige Insekten an meinem Kühlergrill gefunden. Also in anderen Teilen der Welt, also besonders im Sommer in Deutschland, da kennen wir das ja auch, dass die Front des Fahrzeugs wie ein Kriegsschauplatz irgendwie aussieht. In Australien war das Getier dann aber irgendwie doch noch eine Nummer größer. Auch dazu schauen wir uns kurz noch mal etwas Videomaterial an. Stay alert, stay alive. Also das hat irgendwie nicht so richtig geklappt für diese Tiere, die hier so kurz vom Kühlergrill gelandet sind. Vor allem, wie groß! Hier unten ist noch so ein Ding. Das war mal ein Schmetterling oder, weiß nicht, irgendwas Undefinierbares. Bin ich eigentlich der Einzige, der in Australien das Gefühl hatte, dass besonders Vögel zum Selbstmord neigen? Also wirklich jetzt mal ohne Witz und das besonders im Outback. Man fährt die erlaubte Geschwindigkeit die Straße entlang und plötzlich kommen einzelne Vögel direkt auf das sich bewegende Auto drauf zugeflogen. Wie wahnsinnig! Und als ob sie besonderen Spaß dran haben, ja wahrscheinlich mit der bestehenden Luftströmung zu spielen, ziehen sie erst in letzter Sekunde irgendwie vor der Motorhaube wieder hoch. Die meisten schaffen das, manche aber auch nicht. Auch dazu habe ich in meinem Archiv eine passende Videoszene nebst passendem Kommentar gefunden. Und bitte nehmt das nicht so ernst, mir hat der Kleine auch wirklich leid getan. Ich muss wirklich sagen, ich kenne bisher kein anderes Land, wo so viel Viechzeug auf der Straße war. Und du bist da oben jetzt ruhig, sonst nehme ich dich auch gleich noch auf die Schnippe. So. Was ich schon alles am Straßenrand gesehen habe, Kängurus, tote Schlangen, Echsen, Geckos, was weiß ich, also das ist wirklich heftig, muss ich wirklich mal sagen. Ich würde sagen, das ist ein Zebrafink gewesen, der arme Kerl. So viel leider zu den in Mitleidenschaft gezogenen Vögeln. Aber ich hoffe, ich konnte auch zum Ausdruck bringen, dass einige von denen irgendwie auch so ein bisschen selbst dran schuld sind. Nun gut,
Wofür Australien natürlich auch noch bekannt ist, sind die vielen Termitenhügel. Tja, jetzt fahre ich hier gerade durch so ein Stück Landschaft durch, wo ganz, ganz viele von den Termitenhügeln hier zu sehen sind. Da musste ich doch glatt mal anhalten und mir das Ganze mal aus der Nähe ansehen. Diese wie Pfeile aus der Landschaft herausragenden Gebilde empfinde zumindest ich als besonders faszinierend. Und wenn man mal die Chance hat, sollte man sich das Treiben der Insekten durchaus mal aus der Nähe ansehen. Denn da ergeben sich regelrechte Termitenautobahnen, auf denen doch mächtig Verkehr herrscht. Und das in einer scheinbaren Ordnung, ja, von der wir uns Menschen sicherlich noch eine Scheibe abschneiden können. Dann gibt es noch ein Roadhouse, wo ich leider von der tierischen Begegnung selbst kein Video oder Bildmaterial habe, es aber vor Ort dennoch auf jeden Fall irgendwie lustig fand. Es war abends im Warnham Roadhouse auf der West-Australien-Tour. Draußen ging gerade eine mächtige Regenschauer hernieder. Eigentlich hätte ich mich dort einfach nur unter freiem Himmel hinstellen können, um zu duschen. Hatte dann aber doch bevorzugt, die dafür ja gewöhnlichen sanitären Einrichtungen verwenden zu wollen. In der Dusche musste ich dann aber feststellen, dass ich da nicht alleine war. Ich war von lauter grünen Fröschen umgeben. Der Versuch, schnell eine Kamera zu holen, um das Treiben zu dokumentieren, misslang leider, denn als ich wiederkam, war das grüne Getier verschwunden und ich musste dann leider doch alleine duschen. Mit einem Wildschwein, ja richtig gehört, Wildschwein in Australien, hatte ich auch leidvollen Kontakt und es hat mich in einen Autounfall verwickelt. Die dahinterstehende Geschichte will ich an dieser Stelle jetzt aber nicht noch einmal wiederholen. Die habe ich euch nämlich schon einmal in einem Video über meine Reisefails erzählt und verlinke euch das mal hier oben. Viel geiler dagegen war auf der gleichen Ostaustralien-Tour die Lodge, die ich in Hervey Bay bezogen hatte. Ehrlich gesagt, hier kreucht und fleucht es um dieses Motel rum. Ich würde sagen, es lebt. Nicht nur das ganze Insektengetier hatte hier lautstarkes Getöse verursacht, sondern auch ein Vogel vor meinem Fenster, der mich mitten in der Nacht nun unliebsam aus dem Schlaf gerissen hatte. Ich habe dazu auch noch Videomaterial gefunden, also hier nochmal ein kleiner Eindruck davon. Die nächste Story kommt aus dem Land Malaysia. Auch Malaysia hatte ich in Form eines Autotrips gestaltet und im Nachhinein betrachtet ist der Fahrstil der dortigen Verkehrsteilnehmer für südostasiatische Verhältnisse relativ passabel. Worauf man allerdings weniger Einfluss haben kann, ist die Tierwelt. Ich bin gerade dabei, eine Landstraße zu befahren und auf einmal sehe ich eine Art, ja, Leguan, der gemächlich von links nach rechts die Straße zu überqueren versucht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich aus dem fast eine Handtasche gemacht hätte, denn er war zum Glück gut über die Ferne zu erkennen. Und ja, zum Bremsen blieb auf jeden Fall noch genug Zeit. Trotzdem interessant, in einem solchen Land Tiere zu sehen, die man bei uns wohl zu Hause nur im Zoo entdecken würde. Och, bleiben wir doch mal in der Nähe. Also geht es von Malaysia nach Thailand. Dort hatte ich eigentlich kein direktes tierisches Erlebnis, wohl aber ist mir da ja eine auffällige Gummilippe an der Hoteltür in Ao Nang in Erinnerung geblieben. Es hat übrigens einen deutlichen Grund, warum die Tür hier so schwer aufgeht und warum die hier unten so einen Gummi hingemacht haben. Das wohl auch nicht ohne Grund, denn vor dem Hotel schloss sich ein dschungelartiges Gelände an. Vor Ort war ich schon zu dem Schluss gekommen, da drin lebt alles. Wohl auch deshalb hat das Hotelmanagement sicherheitshalber die Tür mit eben dieser Gummilippe versehen, nicht, dass da in der Nacht oder in Abwesenheit noch irgendwelches Getier mit aufs Zimmer kommt. Wir springen mal ein bisschen auf der Landkarte und kommen zu meiner Hawaii-Reise. Da habe ich noch besonders einen Abend in Erinnerung. Ich war den Tag gerade erst von der Nachbarinsel Oahu nach Big Island geflogen und abends, gar nicht so weit weg vom Flughafen, war ich in der Arnold's Lodge abgestiegen. Und wie das nach einem langen Tag so üblich ist, ne, das kennt ihr sicherlich auch, man geht erstmal schön duschen. Und vielleicht, ja, kennt ihr dieses erhabene Gefühl, an einem lauen Sommerabend hierzulande mit frischer Haut nochmal rauszugehen. So hatte ich das auch dort gemacht. In der Dunkelheit sind mir dabei besonders die Geräusche der abendlichen Natur aufgefallen. Ich kann das an dieser Stelle eigentlich kaum in Worte fassen, das muss man ehrlich gesagt selber erleben. Ja, weil ich meine, wir Europäer, wir kommen uns da schon fast so ein bisschen vor wie im Urwald. Ich würde sagen, wir lassen die Videoszenen und meine Audiomitschnitte einfach mal kurz auf uns wirken. Musik.
von Hawaii kommen wir mal nach Taiwan, zu meiner dortigen Reise. Auch dort habe ich erlebt, dass sich Natur besonders spannend anhören kann. An einem Abend lag das Hotel in einem kleinen Ort, umgeben von viel Grün. Da ich aber nicht den ganzen Abend auf dem Zimmer verbringen wollte, bin ich natürlich nochmal um die Ecken gelaufen. Entdeckt habe ich in der Ortschaft den Bulao Trail. Der war offensichtlich umgeben von einem großen Repertoire aus dem Reich der Insekten. An dieser Stelle kann ich euch natürlich jetzt auch wieder viel erzählen. Wir lassen am besten mal meine Bilder und Audiomitschnitte von vor Ort mal auf uns wirken. Besonders in Sachen Insekten kann man auf Reisen ja schon so einiges erleben. Im Internet werden besonders Erzählungen von Kakerlaken in Hotelzimmern als Horrorgeschichten wahrgenommen. Bisher hatte ich, was das betrifft, auch in ärmeren Ländern immer Glück auf meinen Reisen gehabt. Außer im indischen Bundesstaat Goa, genauer in meinem letzten Hotel. Ja, zu diesem Punkt habe ich kein Bildmaterial, aber ich glaube, wir können uns auch lebhaft so vorstellen, dass ein Haufen von vielleicht 5 oder 8 Kakerlaken im Laufe des Abends dann doch nicht so lecker aussieht. Ja, ich glaube, es war mir aber gelungen, den Raum zumindest für die anstehende Nacht von diesem Getier freizuhalten, sodass ich dort bis zum Abflug ein paar Stunden Schlaf abbekommen konnte. Die letzte tierische Story aus einem asiatischen Land kommt aus Kambodscha. Und diesmal auch nichts Ekliges, sondern eher was Erstaunliches. Was mich nämlich besonders beeindruckt hatte, war diese eine Höhle in Battambang, die voller Fledermäuse war. Fast pünktlich zum Sonnenuntergang begannen aber hunderte Tiere nun den, ja, gemeinsamen Ausflug, um bis in den frühen Morgen hinein auf Nahrungssuche zu gehen. Oder besser, zu fliegen. Zur Beobachtung des Schauspiels hatte man nun auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Reihe von Stühlen aufgestellt, sodass man das Treiben in aller Ruhe beobachten konnte. Ja, das war auf jeden Fall schon sehr imposant. Als ich dann zurück zum Hotel gekommen war, gab es aber noch ein weiteres tierisches Erlebnis. Dort auch wieder aus dem Bereich der Insekten. Ja, spät am Abend hatte ich mich extra dick mit Mückenschutzmittel eingerieben und mich mit dem Notebook nochmal an den Pool gesetzt. Meine dabei vernommenen Laute der Natur möchte ich euch an dieser Stelle auf gar keinen Fall vorenthalten. Wir kommen mal zu meiner Argentinien-Reise und damit machen wir einen Sprung von Asien nach Südamerika. Ja, und auch wenn man bei Argentinien vielleicht erstmal gar nicht so sehr an eine besondere Tierwelt denkt, so gab es auch dort interessante Zusammenkünfte. Im südlichen Teil des Landes hatte ich ja absichtlich einen Roadtrip durch die Einsamkeit bzw. argentinische Pampa gemacht. Aber ehrlich gesagt war ich da in Teilen gar nicht so sehr allein. Denn an einer Stelle ist es mir gelungen, einem Gürteltier mal etwas näher auf den Gürtel zu rücken. Wir machen das in diesem Video mal in Form meiner Mitschnitte vor Ort. Ich weiß ja nicht, was ihr gerade macht. Ich laufe hier gerade auf der Ruta 40 in Argentinien rum und verfolge ein Gürteltier. So, Schluss jetzt. Jetzt geht's weiter. Deswegen schön langsam fahren, es könnte ja Wildwechsel auf der Straße sein. Im weiteren Verlauf der Reise hat mich besonders das abendliche Konzert der Zikaden in Iguazu, nahe der gleichnamigen Wasserfälle, beeindruckt. Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze da abends irgendwie im Hotelzimmer rum, sortiere gerade meine Videodaten vom Tag und bemerke, wie draußen fast pünktlich um 19 Uhr ein mächtiges Getöse losgeht. Da ich das hier auch irgendwie kaum in Worte fassen kann, genießen wir an dieser Stelle abermals meine Aufnahmen vor Ort. Ihr merkt schon, es ist oftmals einfach nur der Sound der Natur, der mich auf einer Reise so fasziniert. Insbesondere dann, wenn er von der Tier- und Insektenwelt ausgeht. Auf ganz possierliche Weggefährten bin ich dann auch am Tage gestoßen, genauer bei den Iguazu-Wasserfällen. Die Nasenbären lauern dort an vielen Ecken, ja, im tropischen Gebüsch und sind auch gar nicht so scheu vor dem Menschen, weil sie wahrscheinlich wissen, vielleicht doch mal das eine oder andere Futter abzubekommen. Dennoch würde ich empfehlen, auf einer gewissen Distanz zu bleiben, denn ihre spitzen Zähne können durchaus wehtun.
Wenn wir über Tiere sprechen, wie könnte man bloß das Land Südafrika vergessen? Schon vor Ort auf meiner dortigen Reise kam mir das Land ja so vor, als wäre es nett formuliert der größte Freilichtzoo der Welt. Selbstverständlich hatte ich gleich mehrere Safaris gebucht, um der Tierwelt nur noch einmal näher zu kommen. Besondere Ereignisse sind mir in Südafrika aber eigentlich nicht passiert, die es im Zusammenhang dieses Videos hier zu erzählen gäbe. Aber insgesamt hat man eben in diesem Land die große Chance, diverse Tierarten zu sehen, und genau deswegen wollte ich das auf jeden Fall hier in diesem Video einmal erwähnt haben. Wenn man also mal nach Südafrika kommt, dann sollte man auf jeden Fall die Chance einer geführten Safari nutzen oder alternativ auch mit dem eigenen Mietwagen durch die entsprechenden Parks fahren. Vergesst dabei nicht, entsprechendes Kamera-Equipment mitzunehmen, das gibt auf jeden Fall spannendes Bild- und Videomaterial. Ein paar interessantere Geschichten für dieses Video sind mir in Namibia widerfahren. Fangen wir doch mal mit dem komischen Käfer an, oder was das auch immer im Camp am Waterberg gewesen war. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal auf Safari im Badezimmer. Ein ganz gewöhnliches Badezimmer. Was ist das? Auf jeden Fall sieht es ziemlich tot aus. Nee, es bewegt sich noch. Oh mein Gott, schnell weg hier. Eins weiß ich schon ziemlich genau. Die Tür bleibt heute Nacht zu. So, besser ist das. Und wisst ihr, was noch geiler war? Ich hatte die Tür zum Bad ja absichtlich geschlossen, damit dieses Ding da auch schön drin bleibt. Ja, von wegen. Die Tür hatte unten einen bestimmt 1 cm großen Luftspalt, und so leblos wie auf dem Video war das Insekt dann offenbar doch nicht und muss sich wohl in der Nacht dorthin durchbewegt haben. Lass es mitten in der Nacht gewesen sein, ich musste nochmal um die Ecke. Und ja, genau dann bin ich mitten in der Nacht in dieses Ding auch noch reingetreten. Bäh. Was auch geil war, war der Wegservice in der Sossos-Oase vor den Toren des Namib-Naukluftparks. Die Lodge-Räume waren so kleine Hütten gewesen, die zu einem Teil mit Dachzelt gestaltet waren. Sehr nett für die Gestaltung einer Bleibe in der Wüste, aber eine Schallisolation war natürlich nicht vorhanden. Noch vor Sonnenaufgang machten sich also die ersten Laute von draußen bemerkbar und rissen mich aus dem Schlaf. Einen wunderschönen guten Morgen. Dieser Tag beginnt kurz vor 6 Uhr. So schön wie so ein Dachzelt hier ist, aber draußen ist gerade voll der Radau. Die Natur wird wach. Was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, war die abendliche Mückensuche in den Camps im Etosha Nationalpark. Da habe ich vom Halali und auch Ukaukueo Camp auch glatt noch etwas unveröffentlichtes Material auf der Festplatte gefunden, was es nicht in meinen Film geschafft hatte. Wir schauen uns das doch einfach mal fix an. 20.30 Uhr am Abend, ja, und es ist dunkel jetzt draußen. Das Licht hier drinnen finde nicht nur ich ganz toll. Mein Räumchen ist erfüllt von ganz, ganz vielen Insekten und Tieren. Und es ist auch gut, dass ich vorhin schon relativ früh, als es noch hell draußen war, das Moskitonetz um das Bett drumherum aufgespannt habe. Denn wie ich so sehe, ist hier doch einiges an Getier unterwegs. 8:30 Uhr am Abend und es wird so langsam Zeit hier. Die letzte Nacht im Halali-Camp im Etosha-Nationalpark vorzubereiten. Und wie ihr mich gerade seht, versuche ich hier das Mückennetz startklar zu machen. Ich habe nämlich hier jetzt gerade schon ein oder zwei Mücken innerhalb dieses Netzes rausgeschmissen. Damit schließt sich dann der Vorhang für heute. Die Vorstellung ist zu Ende. Das Zelt innen drinnen checken. Nicht, dass hier noch irgendwas. Hier ist auch noch irgendwas. Ach, das ist eine tote Mücke von außen. Alles klar. Die kann von mir aus da bleiben. Was haben wir hier noch? Ich glaube, das ist auch irgendwas Totes. Das ist mir auch wurscht. Das hier. Okay. Ja, ich würde sagen, das gibt eine ruhige Nacht. Als letztes kommen wir in diesem Video noch zu meinem abendlichen Dinner und auch tierischem Experiment in meinem Chalet in Kleinaus-Vista. Ich bin im Nachhinein so froh, dass ich diese Bleibe für 2 Abende gebucht hatte, denn sie ist mir bis heute in herzlicher Erinnerung geblieben. Es war so gewesen, dass ich von Osten aus kommend die erste Nacht in meinem Chalet in Kleinaus-Vista verbracht hatte, dann eine Nacht in Lüderitz verbrachte und dann eben eine weitere in Kleinaus-Vista.
Für beide dortige Übernachtungen wurde von der Küche ein großer Topf mit Grillgut vorbereitet, was ich mir dann in meinem Chalet grillen konnte. Schon am ersten Abend im Chalet kam ich in dieses Häuschen rein, der Tisch war schon gedeckt und fast selbst melancholisch hatte ich mir für diesen Abend doch etwas, ja, menschliche Begleitung für meine Reise gewünscht. Aber es sollte sich herausstellen, dass ich in dieser Bleibe nicht alleine war. Denn schon kurz nach dem Einchecken musste ich natürlich erstmal die sanitären Anlagen aufsuchen. Hierzu gibt es sogar noch ein Video. So, ich wollte jetzt hier gerade mal gewisse sanitäre Einrichtungen, was auch immer, benutzen. Aber es ist mir gerade noch nicht so ganz gelungen, weil dahinter versteckt sich nämlich jemand. Aber es ist gerade schwierig, ihn noch zu erwischen. Er ist nämlich ziemlich schnell unterwegs, der Kollege. Erst danach hatte ich den Grill angeworfen und zu Abend gegessen. Ein wenig faul, wie ich an diesem Abend nach einem langen Reisetag nun war, hatte ich das Geschirr nun einfach erstmal in die Küche gestellt. Keine gute Idee, wie sich herausstellte. Denn plötzlich lief eine Spitzmaus umher und versuchte noch ein paar Reste daraus abzubekommen. Auch rief das ein paar Ameisen auf den Plan, die nun ja sich in Form einer Einbahnstraße formierten und auf den großen Topf zuliefen, um ihn irgendwie zu entern. Und als ich das ganze Getier dann natürlich bemerkt hatte, habe ich natürlich sehr schnell erstmal mit dem Abwaschen begonnen. Nun gut, soviel zum ersten Abend in eben dieser Bleibe. Kommen wir also jetzt zum zweiten Abend und da war ich natürlich etwas schlauer. Wieder hatte ich gegrillt und wieder nett zu Abend gegessen. Diesmal habe ich aber den großen Topf als Experiment zugedeckt, vor die Tür über Nacht gestellt. In welchem Zustand ich das also am nächsten Morgen vorfinden würde? Naja, ich kann nur so viel sagen, in der Nacht muss irgendjemand oder irgendetwas dran gewesen sein, denn am Morgen war der Deckel geöffnet. Ich tippe ja noch auf Affen und die hatte ich nämlich schon am Vorabend in der Ferne gesehen. Ja, das waren meine wesentlichen Erlebnisse in Sachen tierische Erlebnisse, die mir von meinen bisherigen Reisen so in Erinnerung geblieben sind. Welche tierischen Erlebnisse hattet ihr denn schon auf euren Reisen so erlebt? Schreibt es doch gerne mal hier unten in die Kommentare. Ja, dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Vielleicht habt ihr ja auch nicht abgewaschen wie ich. Aber gut, das ist ein anderes Ding. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert. Und das mit der Glocke hatte ich euch ja schon ganz zu Anfang am Video gesagt. Da habt ihr bestimmt ja in der Zwischenzeit schon draufgeklickt. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.